Die Datenschutzgrundverordnung fasst alle Fälle von Datenschutzverstößen unter dem Begriff der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zusammen. Es handelt sich per Definition um eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von personenbezogenen Daten oder zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt. Dies können Sie in 4 Nummer 12 DSGVO nachlesen. Hier können wir uns einige Beispiele vor Augen führen. Ein Gerät oder ein mobiler Datenträger geht verloren oder wird gestohlen. Ein Dokument auf Papier geht verloren, wird gestohlen oder unrichtig entsorgt. Hacking, Malware wie beispielsweise erpresserische Software, also Ransomware und oder auch Phishing betreffen einen Computer mit schützenswerten Daten. Oder eine unbeabsichtigte Veröffentlichung oder eine Löschung von Daten durch eine nicht autorisierte Person findet statt. Dazu müssen wir auch klären, wann für entsprechende Vorgänge eine Meldepflicht besteht. Mit der Meldepflicht verhält es sich wie folgt. Eine Meldung muss erfolgen, sofern eine Datenschutzverletzung festgestellt worden ist und diese voraussichtlich zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten eines Betroffenen führen kann. Da man nicht ausschließen kann, dass ein solches Risiko besteht und andernfalls begründet werden müsste, warum dieses Risiko eben nicht besteht, ist grundsätzlich von einer Meldepflicht auszugehen. Dies ist beispielsweise bei besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung der Fall. Dazu gehören also beispielsweise personenbezogene Daten mit Bezug zu einem sonderpädagogischen Förderbedarf, also beispielsweise ein Fördergutachten. Oder auch Daten über schulische Leistungen wie zum Beispiel Noten, Kompetenzen, Beurteilungen oder vergleichbare Informationen. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn die Datenpanne voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Hier ist jedoch ausdrücklich eine Risikoabwägung erforderlich. Als Beispiel für ein solches geringes oder negierbares Risiko wäre zu nennen. Verlust eines verschlüsselten USB-Sticks oder eines verschlüsselten Smartphones. Rücksendung eines fehlversandten Briefes, der ungeöffnet geblieben ist. Unbefugter Zugriff dritter auf Daten, die jedoch sicher verschlüsselt sind. Zerstörung einer Festplatte, also beispielsweise ein Verbrennen bis zur Unkenntlichkeit, wobei Backups vorhanden sind. Und wenn es doch einmal vorkommt, wie melde ich dann einen Datenschutzverstoß? Für die Meldung von Datenschutzverstößen hat die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen ein Online-Formular entwickelt. Dieses können Sie unter dem eingeblendeten Link abrufen. Dazu ist noch wichtig, welche Fristen einzuhalten sind. Im Fall einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche diese Verletzung unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde. In diesem Fall der Landesbeauftragten für Datenschutz. Falls eine Meldung erst nach Ablauf dieser Frist erfolgt, muss die zeitliche Verzögerung besonders begründet werden. Und wie sieht es mit den betroffenen Personen aus? Besteht hier eine Benachrichtigungspflicht? Das ist nicht eindeutig festzulegen. Nicht jede Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten führt dazu, dass die betroffenen Personen noch informiert werden müssen. Die DSGVO schreibt eine solche Information nur dann vor, wenn die Verletzung voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten dieser Personen zur Folge hat. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn sogenannte besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 DSGVO, wie beispielsweise Gesundheitsdaten, Daten über die ethnische Herkunft oder Daten über schulische Leistungen wie Noten, Kompetenzen, Beurteilung einer Schülerin oder eines Schülers betroffen sind. Im nächsten Schritt müssen wir noch klären, wie die Schule damit praktisch umgehen kann. Folgende Schritte sollten berücksichtigt werden. Erstens. Wir müssen auf die umgehende Kenntniserlangung von Datenpannen hinweisen. Praktisch heißt das, es sollte unter den Mitarbeitenden in der Schule, also der Schulleitung, den Lehrkräften und dem Sekretariat kommuniziert werden, dass die zügige Weiterleitung des Vorfalls an den Datenschutzbeauftragten besonders wichtig ist. Es sollte hervorgehoben werden, dass durch zügiges Handeln weitere Schäden abgewendet und Prozesse optimiert werden können. Es sollte die Angst davor genommen werden, dass das eigene Handeln im Sinne eines Verschuldens zu schlimmen Konsequenzen führt. Zweitens. Es muss eine Bewertung des Vorfalls erfolgen. Diese sollte durch die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten erfolgen. Mögliche Kriterien zur Ermittlung des Risikos einer Datenschutzpanne sind unter anderem die Kategorien der betroffenen Daten oder die Art der Verletzung. Drittens. Weiterhin sollten Maßnahmen zur Abwendung oder Eindämmung der Datenpanne getroffen werden, beispielsweise mit einer Prüfung, mit welchen Maßnahmen sich Auswirkungen der Datenpanne minimieren lassen. Viertens, danach wird die Entscheidung gefällt, ob eine Meldung erfolgen soll, also konkret, ob eine Meldung an die Aufsichtsbehörde und oder an den Betroffenen erfolgen soll.